Wurde gerade von der Mädel gefragt, ob ich doch lieber mit ihr telefonieren wollte, anstatt zu zocken. Moinsen, Leute, und herzlich willkommen bei einem weiteren Deus Vult Part von Jerusalem. Und ja, Leute, es ist ein bisschen her gewesen. Ich habe die letzten Tage sehr viel EO4 aufgenommen und natürlich weitere Parts vorbereitet. Ihr habt die ersten schon gesehen und ja, Leute, wir sind endlich wieder da. Ich freue mich darauf, diese Kampagne wieder spielen zu können. Ich weiß nicht mehr ganz, wo wir stehen geblieben sind, aber ich habe einen geilen Plan ausgearbeitet. Yeah. Und zwar, Leute, dieser geile Plan bedeutet, wir werden die Ayyubiden vernichten, aber wir werden sie nicht angreifen in einem heiligen Krieg, weil dann 10.000 Leute ihnen helfen. Wir machen einen Tributpflichtkrieg. Das heißt, sie müssen uns Geld zahlen, bis einer unserer Herrscher stirbt. Ich bin 45, er 34, das dauert noch ein bisschen. Und er darf nicht in andere Kriege eingreifen, wenn ich die Ruhm vernichte. Das ist jetzt der Plan. Ich habe mir überlegt, ob ich das mit Ruhm selber mache. Wäre auch eine Idee. Ich meine, er hat 20.000 Männer, wie viel haben nochmal die Ayyubiden? 37. Ich glaube, ich mache das doch lieber mit dem Ruhm. Dann mache ich den Ruhm fertig und kann die Ayyubiden so angreifen. Oh, die sind miteinander verbündet. Och nee, mein ganzer Plan ist weg. Also, die sind in einem festen Bündnis. Okay, der Plan der letzten Tage, den ich mir geschmiedet habe, ist somit erloschen. So, wir brauchen jetzt gute Bündnispartner hier. Ich habe noch einen Sohn zu verkaufen. Töchter habe ich jetzt nicht direkt zu verkaufen. Alanien. Können wir ein Bündnis machen? Nope. Kommen wir zurück zu deiner Schwester. Du warst... Was? Hier. Ah, wir könnten bereits mit ihm doch nicht... Er will halt nicht. Politische Vorbehalte. Ich meine, das Byzantinische Kaiserreich und ich haben kleine Probleme. Wir werden hier ein bisschen weggesnackt. Das ist nicht so nice. Die Kreuzzüge funktionieren noch nicht. Ich muss den Sound ein bisschen leiser machen. Wir stehen unter Bedrängnis, also angegriffen werden können wir nicht direkt. Oh, geh weg da. Übrigens geiles Eminem-Lied, aber geh da weg. Ja. Ich würde auch hier weiter CK spielen können. Ich überlege halt echt, wie ich das hier mache. Das wird sehr schwierig. Naja, wir verwalten jetzt erstmal unser Reich. Kriegen ein bisschen Geld rein. Ich meine, unsere Vasallen haben eh gerade Bock, sich gegenseitig Köpfe einzuschlagen. Warum denn auch nicht? Wir spielen eine Runde mit... Nette Partie. Ich würde überlegen, hier weiter auch die Stelle auszubauen, um noch mehr Männer zu bekommen. Aber Geld sparen wir jetzt erstmal an für den Großkrieg. Neue wichtige Entscheidung. Großes Turnier abhalten. Brauchen wir Prestige? Nee, brauchen wir nicht. Machen wir mal Verschwörung beenden. Ich habe jetzt keinen Bock, dass in meinem Reich jetzt ein bisschen was passiert. Domäne zu groß. Woran liegt's? Muss ich jetzt gucken, wie ich das mache. Kann ich vielleicht einen besseren Berater reintun? Nee. Abgesehen davon, dass mächtiger Vasall ist, habe ich nicht mal einen besseren. Wie mache ich das denn? Was gehört meinem Erben denn hier? Dieses eine Gebiet da. Dann gebe ich dir noch das Küstengebiet Tortosa. Zack. Bleibt in meinem eigenen Herrschergebiet. Gut. Damit wäre das ja auch geklärt. Wir verlieren zwar ein paar eigene Lehnstruppen dadurch, aber an sich kriegen wir Männer rein. Gut. Warum haben die ein Bündnis miteinander? Das finde ich nicht nett. Er hat mit Ruhm ein Bündnis. Mit wem hat Ruhm alles ein Bündnis? Also abgesehen jetzt von Mesopotamien da. Mit diesem netten Reich. Achso, diesem Bello-Reich da hinten mit nur 7.000 Mann. Ja gut, das ist egal. Ich würde gerne die Ruhm wieder in einem heiligen Krieg angreifen. Mit wem kämpfen die gerade? Ich würde die tatsächlich angreifen und die besiegen wollen, bevor die Ayyubiden ankommen. Ja, eine andere Wahl haben wir nicht. Gut, mal wieder Pause. Zack, zack. Heilige Orden. Nach Kosten sortieren, bitte. Wir können nur zwei holen. Die beiden, die in unserem Reich sind. Der deutsche Orden wird momentan benutzt. Das ist nicht so praktisch. Söldnerchen bräuchten wir auch noch. Nehmen wir mal wirklich die Besten der Besten hier, die wir nehmen können. Zack. Ja gut, dass wir jetzt ein bisschen Verschleiß erleiden, ist dumm. Aber das ist halt so. 35.000, wo können wir die alle versorgen? Da. Guter Sammelpunkt. Ihr geht auch weiterhin dahin. Ich möchte nur, dass ihr euch einmal zwei teilt und der zweite Teil erstmal versucht, von dem Hauptteil wegzukommen. Und dann machen wir das so. Also Ziel ist einfach nur ganz, ganz schnell das da besetzen. Ich hoffe jetzt einfach mal, es klappt. Wir haben viele Kriege im letzten Part geführt, die nicht so gut funktioniert haben. Das versuchen wir jetzt besser zu machen. Ihr wollt beide durch das Gebiet Tyrus durch, dann wartest du mal eben hier in den Gebiet. Oh, da dürfen sogar 50.000 stehen. Und die Ayyubiden sind dabei. Nicht so gut. Die haben die Mamelucken schon angeheuert. Noch nicht. Noch nicht. Verlobte können heiraten. Ja, mach das mal, komm. Wenn das Verlobnis. Also, wenn die Heirat. Ja, die Heirat ist durch, okay. Oh.
Ich dachte, damit könnten wir ein Bündnis provozieren, wenn es nicht nur eine Verlobung ist, sondern eine dumme Heirat. Aber so klappt das nochmal nicht. So hoch da. Zu wenig Versorgung, gehen wir dahin. Die Armee lassen wir einfach nachtrotten. Weil da oben die Versorgung nicht ganz so gut ist. Ich meine, wenn wir auf Wirtschaft gehen. Ich meine, die ist ziemlich gut. Abgesehen von meinen Vasallen, die sich da unten bekämpfen. Passt das ja. Da oben. Oh, da ist nur 15.000 angesagt. Das ist jetzt nicht so geil. Ihr müsst euch mal kurz zusammen da ins Gebiet rein. Verlieren, Prestige, erhält die Eigenschaft bescheiden. Ja, das ist doch schon mal ein guter Deal. Gut, ihr verliert ja gerade sowieso Männer. Ist egal, wir gehen da kurz rein. So, Pause. Zwei teilen. Du gehst da rein. Du gehst da rein. Ich will die besten Generäle der Armee hier haben, die dahin geht. Perfekt. So. Ihr kriegt die zweitbesten Generäle. Weiter geht's. Da die Rom gerade beschäftigt sind, können wir uns die Gebiete sehr schnell holen. Wie sieht es mit Ayubiden aus? Da unten relativ mies. Also, Juden können wir uns... Ich meine, wir haben die wieder vertrieben, oder? Tatsache, wir haben die wieder vertrieben. Ich erinnere mich richtig. So, die guten... Na... Nee, mit den schwachen Generälen bleiben hier. Ich lasse mich gerne überraschen. Nee, ich verliere jetzt kein Geld in so einem Krieg. Als ob ich da jetzt gerade Männer verliere. Oh, ich bin knapp drüber, ey, das kann nicht sein. Nein, nicht zweiteilen, neue Einheit. So, komm mal rüber. Die Tempelritter behalten wir in der Hauptarmee. Ah, das haben die jetzt gepatcht oder so, dass man es das jetzt so machen muss? So, rüber da. Weil es passt schon so, wir haben so viele Männer im Verschleiß verloren, dass wir sowieso hier ein bisschen krepieren. Können die Ayubiden nicht noch irgendwo anders Krieg haben? Tatsache, die kämpfen generell in diesem komischen Krieg mit von den Patriarchen aus Konstantinopel. Das gefällt mir nicht gerade so sehr. Na gut, wir geben unser Bestes. Ich meine, egal welche unserer Armeen er angreift, sind auf jeden Fall gut dabei, haben auch überall die besten Generäle drin. Vor allem die Armee hier. Ich meine, die hat auch die ganze schwere Kavallerie bekommen. Stimmt, ich wollte mir doch eigentlich eine Armee als Söldner holen, hier die berittenen Kavalleristen. Wo waren sie nochmal? Hier, Plankkraft, da. Okay, die ist momentan eher am Arsch. Na gut, die hätte ich, glaube ich, sowieso nicht genommen. Wir machen kurz Pause. Wie viele Männer brauchen wir? Wir brauchen nur, 2500, um hier zu belagern. Okay. Machen wir das? 2500, komm schon. Die ganzen Mini-Lehnstruppen. Nein, zurück. Hier, den Malteserorden sofort zurück. Die haben starke Männer. Wir nehmen hier Billo Vasallentruppen und nicht den Malteserorden. Das ist mega schwere Infanterie. So. Drauf da. Ihr braucht, wie viele ihr braucht, auch ca. 3000. Ihr teilt euch einfach nur 2. Und geht da rein. So, wann kommst du an? Du kommst am 29. Januar und du am 3. Februar. Perfekt. Rein da. Oh, was dieser dumme Patriarch da macht von Konstantinopel, weiß ich gerade auch nicht so ganz. Okay, der kriegt Hügelvorteil, sowohl kriege ich auch Flussnachteil, aber mit der Anzahl der Männer hier ist das gut geregelt. Ich würde gerne auch die Hälfte der Männer hier runterschicken. Oder generell in die Stadt, wenn das da mit der Versorgung nicht ganz passt. Ich merke gerade, hier ist relativ viel schwere Kavallerie in dem Gebiet von Kirschir. Wird da unten schon belagert bei mir? Da kommt ein 16.000er Stack. Kurz Pause, ich muss mir die Armeen angucken. Immer noch 21.000. Okay, hat die Mamelucken geholt. Sehr nice. Fassen wir hier mal zusammen. Zack. Ihr wartet hier, weil hier habe ich bis 20.000 Versorgung. Das heißt, die Männer füllen sich auf, die wir verloren haben. Wir haben ja jetzt hier wieder Reserven angesammelt von fast 1.800 Mann. Die behalten wir auch erstmal. Das Gute ist, wenn er hier das Gebiet, egal welches Gebiet er angreift, er kriegt einen Flussnachteil. Das ist ja praktisch. Weil hier, ich weiß nicht, wie die beiden Flüsse hier heißen, die hier durch das Gebiet gehen. Aber es ist ja praktisch. Ich merke gerade, die Burg da unten ist am schwierigsten zu knacken. Hat auch am meisten Männer. Wenn er schlau wäre, würde er einfach meine Gebiete belagern. Ich meine, das ist jetzt nicht so das Problem. Ich muss gerade kurz nach Vasallenmeinung gucken. Der Typ von Aleppo feiert mich nicht so sehr. Ist auch noch ein Kind. Staatskunst wird verrichtet momentan. Tatsache. Passt hier alles. Der Typ mag mich nicht so. Ich würde Geschenke verschicken, wenn meine Bilanz nicht bei minus 1 Million wäre. So. Jetzt kommt die spannende Sache. Wir kriegen jetzt 10.000 Vorteile. Das will ich ja. Er kommt am 15. Juli an. Das dauert noch fast einen Monat. Wir lassen ihn machen und warten bis kurz bevor er zu dem Zeitpunkt, wo er ankommt und crushen dann rein. Zack. Jetzt kriegen wir Hügelvorteil
Und Flussvorteil, unsere Männer sind zwar eindeutig unterlegen, aber kriegen jetzt... Oh, schnell rein da! Schnell. Ich habe ein bisschen zu lange gewartet, glaube ich. Verstärkung muss auch schnell rein. Ich kriege immer noch Fluss- und Hügelvorteil. Komm, geh da rein mit deiner Armee. Komm. Er geht trotzdem noch rein. Wie dumm ist das denn? Komm. Meine Armeen sind nicht zusammengefasst, das ist nicht gut und haben noch leichte Moralschäden. Was kommt denn da noch? 11.000 Männer. Fuck. Das ist nicht so praktisch. Darf ich 3 Sekunden Moral sammeln, bitte? So. Das ist praktisch. Seine 11.000 sind nach da hinten zurückgebeamt worden. Warum auch immer. Ich habe hier knapp keine Versorgung für meine Männer. Wir müssen da runtergehen. Das Problem ist, da müsste ich neu die Belagerung aufbauen. Das gefällt mir nicht. Gut, was kann ich hier verbessern? Auf jeden Fall Burginfrastruktur. Religionsbräuche? Nee, brauchen wir nicht. Wir gehen jetzt erstmal in das Gebiet nach da unten. Noch sieht das sehr gut aus für uns. Wir haben nur gleich kein Geld mehr. Wie viele Männer kriegen wir durch die Söldner da? Nur 10.000. Geld auftreiben können wir nicht. Das ist halt immer das Problem. Ich meine, wir haben 1.400 gehabt und das hat halt einen feuchten Dreck gebracht. Ideen um Geld bitten bringt gar nichts. Die 337 könnten wir sehr gut gebrauchen, aber warum sollten wir? Ich überlege gerade fast, ob ich Sturmangriffe... Wow, Alter. Pfeiltaste, mach keinen Scheiß. Wir könnten hier Sturmangriffe machen, bringt uns aber nichts. Wir müssen jedes Gebiet besetzen, um schnell in die 100 zu kommen. Wir teilen wieder auf. Ich möchte gerne den schwachen Teil da reinschicken. So, und der andere Teil wartet da und füllt sich wieder mit Truppen auf. So, das ist immer noch von Arsch. Okay, wir müssen gleich die Söldner auflösen. Dann haben wir anstatt 22.000 Paaren nur noch 10.000. Juhuhu. Antwerpen. Die kosten mich aber auch Unterhalt, weil ich Angreifer bin. Die hätte ich eigentlich nehmen müssen, den Deutschen Orden. Das hat mir 450 gespart und der Unterhalt von denen ist nicht so, ist nur ein Drittel. Damit hätte ich das locker finanzieren können. Ich muss gerade meine CK... Vertreibt die Unita, da bin ich behindert. Ich muss gerade meine Kramkiste greifen. Habe ich hier noch irgendetwas, um im Notfall Geld zu bekommen? Lass mich ganz kurz nachdenken. War da nicht irgendetwas? Warte, hab ich Leute in meinem Kerker? Aha. Wie viel Geld kriege ich davon? 265. Machen wir erstmal. Kommt, holt Geld rein. Sehr schön. Okay, da besteht eine 30.000 Armee. Wir sammeln uns hier in dem netten Dorf. Ach komm, warum ist die Versorgung so im Arsch? Okay, 40.000 Mann marschieren auf uns zu. Wir sammeln uns in dem Gebiet. So. Fügen zusammen. Packen die besten Generäle rein. Als ob das nicht. Wir haben ja noch einen 20er. Warum nehmen wir den nicht? So. Ja. Möge die Schlacht beginnen? Fragezeichen. Oh, da kommen noch weitere 12.000. Ey, das ist so abnormal. Gut, Pause. Das kriegen wir nicht hin. Ich werde langsam echt aggressiv bei der Scheiße. Wir müssen wirklich bis so 5.000 Gold ansparen oder mindestens 3.000, 4.000 und dann richtig einfach Sturmangriff alles durch, bis wir bei 80% sind, eine Schlacht gewinnt, Krieg beenden. Ja, leg meine Kriegskasse an, dass du das als Fokus setzt, ist ziemlich praktisch. Neue wichtige Entscheidungen, Untertanen erpressen, nee, brauchen wir nicht. Okay, den Krieg hätten wir nicht machen sollen. Wie sieht es mit den Truppen aus? Oh, die sind richtig RIP, Mann. Oh. Warte, was? Heiliger Krieg von wem? Ich habe ja keine Männer. Da er mich aber angreift, kann ich hier die Orden kostenlos reinziehen. Wir nehmen mit Absicht nur den deutschen Orden, weil wir die anderen Orden nochmal schonen wollen. Die müssen sich wieder auffüllen. Und die deutschen Orden kriegen wir sowieso nicht in jedem Krieg rein. Also bei der Armee wird abgefangen. Ja, kommen wir mal zur Hilfe hier. Wäre sehr praktisch. Wenn die deutschen Orden uns nicht immer helfen, dann können wir sie jetzt benutzen, um sie ein bisschen zu schwächen. Ja, ist ja praktisch. Ey, da unten sind noch mehr. Komm mal rüber. Ich meine, Verteidigung ist ja kein Problem. Ich weiß zwar nicht, gegen wen die Ayyubiden da jetzt kämpfen. Gegen wen genau? Heiliger Krieg. Oh. Ich glaube sogar, der byzantinische Kaiser ist der Angreifer, oder? Tatsache. Um welches Gebiet kämpft er genau?
Achso, diese eine letzte Grafschaft da. Und die macht einen Heiligen Krieg. Die da. Tut mir das die Ruhm-Revolte wieder. Nee, ich werde nicht wieder mit der Krieg anfangen. Die beendet ihre Revolte in dem Moment, wo ich reingehe. Das ist dein Hauptsitz, sehe ich gerade. Jo, dann gehen wir da rein. Und machen Sturmangriffchen. Weil du eine Burg scheiße ist. Oder ist eine Stadt, das ist auch egal. So, zack, 100%. Wie viel Geld? 448. Danke. Das für Geld werden wir benutzen, um später deinen Herrn zu verkloppen. Diese Mamelucken, ey. Ich hasse sie des Todes. Dass man die nicht selber anwerben kann, um sie ihm einfach zu klauen. Vor allem, weil er sie, glaube ich, mega billig bekommt. Das ist richtig doof. Quälsche Fraktion. Realteilung, bist du behindert? Euch geht's noch gut, ne? Euch geht's noch gut. Meine Bilanz ist perfekt. Ich meine, ich habe auch viele Küstengebiete. Wie sieht es eigentlich mit den Handelszonen aus? Gut, da ist Venedig sehr dominant. Können wir irgendwie dafür sorgen, dass... warte, wo ist der Hauptsitz? Oh, sehr nice. Eine besondere Abgabe. Ich glaube, das war eher ein bisschen Erpressung. Wo ist der Sitz? Ah, da oben. Der hat einen Herrscherwandel gehabt. Oder hat er den... Nee, ich glaube, der hat einfach nur... Sein Hauptsitz... Nee, er hatte, glaube ich, einen Herrscherwandel. Nee, hat er nicht. Hä? Warum hat er dann sein Ding so komisch verteilt? Da kann ich dem nicht beitreten und dem helfen. Ich meine, gewinnt der den Krieg da? Hier, lass mal gucken. 23%. Und da die Ayyubiden sind gerade schwach. Und wir machen nochmal einen Krieg. Ich sag euch, Leute, Damaskus wollte ich mal holen. Ich sag euch, Leute. Wir geben nicht auf. Ich finde es aber gut, wie geil die, also wie schnell die Templer sich wieder auffüllen. Alter, wir sind fast bei gleicher Stärke. Wobei, ne, eben hatten wir noch den Söldner mit zusätzlich. Ja, und da hatten wir trotzdem nur 20.000. Oder 25, also es geht voll klar. Ohne die Söldnerarmee. Ich warte, bis er hier seinen Söldner-Stack aushebt. Ja, aber er kriegt jetzt keine Hilfe aus dem Norden. Beziehungsweise opfert sogar Männer dagegen. Also, wir haben Wirtschaftstechnologie verloren. Sehr praktisch! Ja, meinetwegen können wir alles hier verheiraten, wenn wir mal ein Bündnis machen würden. Wir beide kämpfen hier gegen... Wir beide zusammen gegen Ruhm und hier die Ayyubiden. Aber nein, mein Name ist Kernbehindert, ich mach das nicht. Das ist wirtschaftlich noch das beste Land, ja. Aber immer noch von der Versorgung her, scheiße. Teilen wir es auf. Warte, warum hast du keine Generäle dann? So. So, dann sollte doch beide... Ja, ich wollte gerade sagen, beide Armeen haben jetzt gute Generäle. Das ist doch Sinn der Sache. Ich hole mal sicherheitshalber den deutschen Orden ran und stelle den da hinten hin. Ich meine, versorgungstechnisch passt der beide Länder nicht mehr rein und der geht einfach da rein, wo er gebraucht wird. Ich meine, die Armee ist einfach der Hammer. Genau das meine ich. Da kommt nämlich schon der erste Batzen der Gegner. Bitte an die Wand klatschen. Dankeschön. So. Gut. Hat er jetzt schon sein Söldner-Stack geholt? Nein, hat er nicht. Er hat das Geld dafür. Das ist Dumme. Und es ist KI, die kriegen immer Geld, selbst wenn die Söldner ausheben. Aber er ist gerade... Okay, da hat er. Er hat sie geholt. Kann ich jetzt versuchen, wieder die Söldner-Armee dagegen zu holen mit viel Da. Kommt sofort rüber. Okay, die kommen vom Osten. Ey, du musst jetzt da oben was reißen, ne? Da hat das Gebiet schon besetzt und da führt noch ein bisschen schön Krieg. Wie viel Prozent hat er? Ich wünsche mir, dass er es schafft. So. Die schwächeren Generäle kommen da noch rein, das passt schon. Weil hier... Okay, warte, ich sehe gerade, ich werde zum Kampf gleich herausgefordert. Das ist... Ja, das ist die Armee. Kann ich ihn damit erstmal weglocken? Er will trotzdem reingehen. Okay. Die besten Generäle, die ich habe, da rein. Hier die zweitbesten. Oh, Junge, Junge, ist das spannend. So, und wir teilen sie nochmal 2. 17. Januar. Jetzt. Rüber.
Warum macht das so spannend? Boah! Aber damit. Wir haben die Mamelucken mal besiegt. Wir haben den Mamelucken-Stack gegen die Wand gehauen. Wie geil ist das denn bitte? Wir haben den Mamelucken-Stack gegen die Wand gehauen. Ist das denn noch zu fassen? Und außerdem sind die Ruhm noch nicht beigetreten. Er ist auch mit dem verbündet. Ja, aber die haben noch nicht angenommen, bei dem Krieg mitzukämpfen. Okay, die Ruhm haben ihre Revolte beendet, aber nicht ihren Krieg. 72% hat er. Ich muss schnell machen. Wenn der seinen Krieg beendet, dann gibt es Stress nochmal für mich. Oh, ich könnte mal Männer gebrauchen, aber Heilige Orden jetzt einfach so zu holen geht nicht mehr. Ich habe hier den ich kriegen kann. So, erstmal langsamer machen. Okay, er sucht wieder Stress. Schnell rüber. Auch wenn ich gerne mal eine Belagerung durchziehen würde. Komm, schwere Kavallerie. Ich meine, ich habe sogar Plänke gekaffert. Hier unten ist meine. Ja, passt alles. Also, er hat Kamele. Dagegen kann ich gar nichts machen. Aber komm, komm. Er hat nicht mal einen guten General. Komm, jetzt kommt schwere Kaffphase. Warum ist meine Mitte gefallen? Leute? Leute? Was ist das? Warum? Warum? Meine Kavallerie! Meine schwere Kavallerie! Sie kam in der Mitte nicht zum Einsatz! Was ist das denn? Meine Mitte ist gefallen, bevor die schwere Kavallerie eingreifen konnte. Das ist ja mal eine Frechheit. Oh, ich habe vielleicht schon wieder kein Geld mehr, aber die Bilanz geht noch voll klar. So viel kosten die Söldner ja gerade nicht. Ey, das kann nicht wahr sein. Mein Herrscher muss doch wenigstens ein Gebiet noch erobern, bevor er stirbt. Seht ihr nicht, wie alt er ist? Ich hätte jetzt eigentlich den Krieg mit den Ruhm starten sollen. Ey, ich wusste ja nicht, dass der es auch noch versucht. Prügeln wir die mal mit Gewalt wieder raus hier. Oh, Junge, Junge, das wird echt hart hier. Ey, warum ist denn da kein guter... Achso, der eine ist ja gestorben, wenn ich mich nicht täusche. Achso, die Vasallen haben ja untereinander Krieg von ihm nochmal. Achso. Das ist unglaublich, ey. Aber die Mameluken sind auf 7000 von 18000. Die frischen sich jetzt auch nicht mehr während des Krieges so gut auf, hoffe ich mal. Weil seine normalen Männer können nichts. Oh, meine dumme hier... Söldnerkaffe ist richtig krepiert. Da wurden Lebenstruppen ausgehoben. Der Typ hat, das ist ein interner Krieg. Und wenn Lebenstruppen ausgehoben wurden, kann ich da gut einen Sturmangriff drauf wagen. Wie viele Männer hat er jetzt noch? 6. Alter, wo kommen die Männer her? Aber sie füllen sich einfach auf. So, ich mache da jetzt eiskalten Sturmangriff drauf. Ja, super. Egal, was ich drücke, es ist scheiße. Hat er eigentlich noch einen Krieg hier mit Byzanz? Also mit Byzanz? Ah, da unten. Er hat ja noch die Revolte, stimmt. Oh, super. 2000 Männer. Entschuldigung, dass ich die überhaupt erst erwähnt habe. Oh, die Prozente passen. Hätte ich die eine Schlacht gerade gewonnen, ich hätte direkt den Krieg beenden können. Noch ein, zwei Sturmangriffe und das wäre es gewesen. Wenn überhaupt ich noch einen Sturmangriff hätte machen müssen. So, 83%. Das ist jetzt sehr wichtig. Wir müssen einfach nur... Da. Das ist frisch erobert, da können wir Sturmangriffe drauf machen. So, zack, die Armee vernichten. Das gibt, glaube ich, sogar Prozente. Komm. Zack, komm, nochmal. 100, Pause. Bevor seine Armee wieder angestunken kommt. Forderung erzwingen. Bitch in your face. You got destroyed, man. So, aber ich muss jetzt hier alles verteilen. Das sind ein paar weitere Grafschaften, die sogar an mein eigenes Gebiet direkt rangrenzen. So, erstmal die Tempel und die Städte komplett voll machen. Mein Limit ist immer noch bei 5. Ich muss sowieso alles weggeben. Okay. Charakter, Filterladen Nummer 0. Ich hoffe nicht, dass du mein... Hat eine heimliche Religion. Meine Kultur hier. Das ist doch Filter 0. So, speichern. Oh, der ist gut. Hat der Nachfahren? Nee. Das heißt, es wird sowieso alles, habe ich wieder vererbt, wenn er stirbt. Was ich sogar sehr praktisch finde. Nee, nicht Baronie. Ich möchte hier eine Grafschaft verteilen. So. Niederer Titel. Ihn behalten. Zack. Zack.
krieg doch alles, was da drin ist. Er wird mich jetzt des Todes lieben. Hoffentlich Kinder zeugen noch. Und dieses Kind wird mich einfach nur vergöttern. Soll ich Damaskus ihm geben? Damaskus ist mega reich. Ich könnte ihm auch einfach Ibrit geben. Aber es gehört zu dem Jure Königreich Damaskus. Oder sogar auch. Da müsste ich ihm eigentlich alles geben. Weil, wenn er ein... Für jede Grafschaft, die er nicht hat, wird er rummeckern. Also, er will halt wirklich jede Grafschaft aus Damaskus dann haben. Eine werde ich jetzt erstmal noch behalten. Das tut mir leid. Weil es gut reinpasst. Niederer Titel. Ach komm, warum darf ich es ihm nicht geben? Warte mal. Wer aus meinem dummen Rat ist dagegen, ihm einen Herzogtitel zu geben? Meine Frau, warum? Ach so, weil es meinem Dijou reich ist, du Dumme. So, ich kaufe mir eben einen Gefallen. Ich muss gucken, wen ich jetzt gleich zum General mache, ob der Typ in meinen Rat sogar reinkommt, weil, ja, er muss in meinen Rat rein, habe ich mir schon gedacht. Oh, muss ich denn, fordere ich den Gefallen jetzt noch ein? Hier, bitte. Das ist die Frau von meinem Lepra-König hier. Na komm. Komm. Hallo, Frau. Was? Ey, jetzt wurden die rübergekauft. Ist das denn noch zu fassen? Warte, ich hol den Typen selber einfach in meinen Rat rein. Hier, bitte. Raus mit euch. So, wo ist der andere Starke? Die Profite sind echt scheiße. Berater darf ich ja nicht. Dafür habe ich zu wenig Machtautorität. Ich will mehr Machtautorität. Dann habe ich noch einen Beraterplatz frei. So, wir müssen auf jeden Fall mal Truppen wieder ausbilden. Eigentlich würde ich auf Forschung gehen, aber erstmal nicht. So. Jetzt wird aber zugestimmt, ihm das zu geben. Ja, danke schön. Ich überlege gerade echt, ob ich dem die Grafschaft da auch noch gebe. Komm, machen wir. Also damit haben wir jetzt uns zwei Dinger weggenommen. Aber es ist okay. Ich akzeptiere das jetzt einfach mal. Gut. Der Typ liebt uns nämlich jetzt des Todes. Und er da einen hohen Kriegswert hat, kann er schnell hier die Kriegwerte... Oh, die Wirtschaft. Machen wir weiter. Aber er sorgt sich jetzt dafür, dass hier Truppen ausgebildet werden. Und du kommst jetzt hier rein. Ein paar Leute mögen mich jetzt nicht mehr so sehr, weil ich sie aus dem Rat rausgeschmissen habe. Aber. Ey! Bündnis! Oha, was passiert? Krankheit oder so? Nee. Oh, da kommen sie. Agentenanführer. Wir haben keinen mächtigen Vasallen mehr übrig. Da könnte ich wirklich meine Freundin. Meine Frau mag mich ja, die ist Loyalistin, das passt. Ich bin bedrohlich. Ja, gut. Weil ich es mal geschafft habe, diesem Riesenreich mal eine reinzudrücken, würgen oder wie. Ich meine, dein Vater hat deutlich mehr geschafft, aber es ist schon okay. Dein Vater hat auch Lepra, das gab ihm Zusatzfähigkeiten. Nee, so schlechte Generäle nehme ich nicht. Bup, 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 bup. So. Zack, haben wir einen besseren gefunden. Ja, ja. Haben wir jetzt erstmal mit beiden hier... Nee, wir haben nur mit denen Waffenschein mit Ruhm nicht. Ja, machen wir das mal. Sache ist, wir könnten jetzt dem einen Krieg erklären, weil er hat hier keinen Verbündeten. Also Heiliger Krieg, dann kommen die Ayyubiden wieder. Ich meine, die sind jetzt eh geschwächt, das Fuck, aber es sind halt die Ayyubiden. Der Heilige Krieg davon, dem netten Byzantiner-Typ, läuft sogar noch. Wir werden ihm jetzt helfen. Bietet euch an, dem Heiligen Krieg anzuschließen. So, wir helfen ihm jetzt, sichern uns seine Beliebtheit, weil er kriegt dieses eine Gebiet da. Dann holen wir uns die drei Gebiete und dann erobern wir weiter Richtung Osten. Dann schneiden wir das Byzantinische Kaiserreich ab. Das müssen wir machen, weil er soll nicht zu mächtig werden. Er soll auch, kann auch noch woanders erobern gehen oder hier an der Nordküste entlang. Das passt schon. So Richtung Kaukasien. Kaukasien, für die es nicht wissen, ist ja dieses am besten, um es ganz kurz zu beschreiben, Königreich Georgien. So, ja. Das ist auf jeden Fall ein guter Plan. Aber Leute, ich hoffe, der Part hat euch wie immer gefallen. Und man sieht sich wie immer beim nächsten Mal. Ciao, Leute.